denke, ja, ich verpiss mich mal. Bonner, richt eure Frauen und schenkt Gruß aus. Ich schau bald wieder rein. Ja, meine Damen und Herren, wir haben jetzt wirklich eine Reihe von Ärzten kennengelernt, so einen richtigen Abriss, aber wobei man so sagen muss, natürlich, einer der wichtigsten Ärzte hat uns nur gefällt, den sieht man oft mit einem der sogenannte Notarzt, ne? Den braucht man ja leider hin und wieder. Ja, da hätte ich eine Frage an Sie. Kennen Sie den Unterschied zwischen einem Rottweiler und einem Notarzt? Der Rottweiler lässt sein Opfer los, wenn es tot ist. Ja, Sie sehen, ich bin ein Schummler da. Ja. Aber die Ärzte haben. Es hört sich alles so leicht aus, es ist aber nicht. Die haben natürlich auch ihre Probleme. Egal, ob das ein praktischer Arzt ist und vor allem die Ärzte im Krankenhaus. Nicht? Das ist ja Wahnsinn, wie die oft drankommen. Die haben 24 Stunden Dienst, da geht es durch. Dass du sagst, gibt es das. Und zwei so Ärzte haben sie getroffen, da mal nach 24 Stunden vor der Tür draußen. Geht der erste raus, sagt er. Das war Internist, sagt er. Ah, endlich frische Luft, steht ein Kollege neben mir, ein Gynäkologe, sagt er. Ah, endlich Gesichter. Ja. Es ist, also, Sie sehen es ja auch, die Ärzte natürlich, die sind froh, wenn sie ein bisschen Entspannung haben. Und ja, vorher ist der Begriff Frauenarzt gefallen, nicht? Und mit den Frauenärzten, das ist, wie ich gesagt habe, Frauen vertrauen solchen Männern. Aber auch diese Behandlungsmethoden bei den Ärzten ist natürlich auch vor allem auch bei den Frauenärzten, die haben da schon einiges an sicher. Kommt so eine ältere Dame zum Frauenarzt, lasst sie untersuchen, wie es fertig ist. Steht sie auf, sagt zu ihrem Arzt. Ja, sagt sie, mein Gott, in den letzten 50 Jahren haben sie aber diese Behandlungsmethoden schon sehr geändert. Das ist ja Wahnsinn, wie es jetzt geht. Sagt der Frauenarzt, ja, was meinen Sie denn, gnädige Frau? Sagt die Frau, ja, vor 50 Jahren, wie ich mich untersuchen habe lassen, habe ich mich ausziehen müssen. Vor 25 Jahren habe ich zumindest meine Brust noch raushalten müssen. Und jetzt genügt schon, wenn ich die Zunge raussteht, nicht? Ja, natürlich, das ist einmal so. Aber eine Frauenarztpraxis ist ja sehr verschieden. Und ich glaube, jetzt hucht man sich einmal an und schauen rein, wie es in einer so einer Frauenarztpraxis zugeht. Oh je, weil Sie sehen schon. Wir haben diese technischen Probleme, die haben wir eh wie jetzt, ja. Die Männer kennen das. Das ist, wenn du eine neue Federkernmatratze im Bett hast, das ist genau dasselbe. Okay, schauen wir einfach rein einmal. Herr Doktor, ich danke Ihnen für die Untersuchung, aber Eine Frage habe ich noch. Ja, aber bitte, Frau Anna, was war denn das? Hören Sie, Herr Doktor, sagen Sie mir, wo ist denn eigentlich mein Herz? Aber das ist doch ganz einfach. Zwei Finger unter der linken Brust. Zwei Finger? Ich danke Ihnen schön. Ja, bitte danke schön, Frau Anna. Bitte sehr. Ja, jetzt möchte ich bloß wissen, was da los war. Entschuldigen, Herr Frauenarzt. Haben Sie der Frau Anna gerade erklärt, wo ihr Herz ist? Ja, freilich. Und was haben Sie da gesagt? Na ja, dort wo sie ist, halt zwei Finger unter der linken Brust. Toll. Jetzt können wir es mit einem Knieschuss ins Krankenhaus führen. Danke. Ja. Ich darf einfach sagen, die nächste bitte. Grüß Gott.
Ja, aber werter Herr, ich glaube, Sie haben sich in der Tier verirrt. Ich bin ein Spezialist für Frauenleiden. Deswegen komme ich ja zu Ihnen. Ich leide sehr unter meiner Frau. Ich meine, so lang kommt die Erzpraktik, der Frauenarzt gar nicht offen haben, muss der Mann reinkommen, was? Die nächste. Ja, das kann ruhig lauter sein. Die nächste, bitte. Grüß Gott, Herr Doktor. Ja, grüß Sie, eine Frau Maria. Ich darf Ihnen eine frohe Mitteilung machen. Ich sage Ihnen jetzt das Ergebnis meiner Untersuchung. Sie können sich freuen und Ihren Mann können sagen... Ich hab keinen Mann. Ja, so. Ja, dann sagen Sie Ihren Verlobten... Ich hab keinen Verlobten. Aha. Ja, dann sagen Sie bitte Ihren Freund... Ich hab keinen Freund und außerdem, ich hab noch nie was mit einem Mann zu tun gehabt. Ich bin absolute Jungfrau. Auf was warten Sie denn? Auf ein Wunder! Das letzte Mal, wie das passiert ist, ist im Osten ein heller Stern aufgegangen. Ja, Frau Lahn, geht's wieder? Ja, mein Gott. Herr Doktor, mit die Frau Anna, bitte. Jesus, Frau Anna, bitte nehmen Sie Platz. Frau Anna, wie geht's Ihnen denn jetzt? Na ja, ganz gut. Aber Herr Doktor, was anders? Jetzt ganz im Vertrauen. Ich krieg meine Tage wieder. Aber da brauchen Sie überhaupt keine Sorge haben. Nein. Das ist überhaupt kein Problem. Nein? Das ist höchstens das Rostwasser von der Spirale. Also es gibt schon furchtbare Probleme bei den Frauen, das habe ich jetzt gerade gesehen, aber wir brauchen überhaupt nicht lachen, wir Männer. Also solche Probleme haben wir natürlich auch. Wir geben es nur manchmal nicht zu. Der Vorteil für uns, wir haben keinen Spezialist, weil wir Männer, wir sind ja praktisch, also gehen wir nur zum praktischen Arzt, nicht? Ja, also ein Problem hat auch ein Mann gehabt, nicht? Der ist zu seinem Arzt gegangen, hat er gesagt, ja, irgendwas stimmt nicht, jetzt da, man, unten da stimmt das nicht. Da schaut der Arzt zu, greift umeinander, sagt er zu ihm, ja, haben wir schon, sagt er, die haben ja zwei verschiedene Hoden, ja, ein Eisen und ein Hützen. Sagt er, das ist ja Wahnsinn, haben Sie überhaupt eine Frau? Sagt er, Fräule habe ich eine. Sagt er, dann haben Sie Kinder auch? Sagt er, ja, habe ich auch. Der Terminator wird jetzt 7 und der Pinocchio 9. Ja, das waren die traditionellen Untersuchungen. Nicht? Jetzt gibt es ja jetzt diese Untersuchungsmethoden, sind ja Wahnsinn, die haben sich ja extrem und enorm verbessert. Das ist ja überhaupt kein Vergleich mehr. Nicht? Jetzt gibt es ja schon die Computer, die für einen Arzt alles machen. Mein Freund zum Beispiel hat unlängst starke Schmerzen in der rechten Hand gehabt, ruft er seinen Arzt an und sagt, sagt er, ich habe so starke Schmerzen in meinen Arm, kann man einen Termin ausmachen, zwecks Untersuchung. Sagt er, dort, Termin ist nicht notwendig, sie bringen da in so einen kleinen Schüssel ein paar Tropfen von ihr in den Urin, dann kommen sie und den schieben rein in den Computer und dann geht das schon, nicht? Der kommt, einen schönen Tag, schiebt ein paar Tropfen.